viel Spaß bei diesem Video. Und willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Lost Ark Closed Beta. Kann man irgendwie sortieren oder so? Nicht wirklich, ne? Muss man selber machen. Ah, doch, da. Okay, also. Yo. Yo. Let's fets, let's go. Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Meine Güte, bist du nicht verletzt? Dum dum. So, hier sieht man. Hier sieht man in irgendeiner Scheune. Sieht halt schon noch fun aus. Suche. Ich muss jedes Mal die scheiß Map wieder neu machen. Schon. All die anderen Priester haben aufgegeben. Spürt die Wärme des Lichts. Und werdet geheilt. Bei den Göttern, Annas Wunden sind geheilt. Oh, du bist es. Du bist hier. Pater Varut, dieser Abenteurer hat mein Leben gerettet. Oh, das war dir also. Ich kann die Güte spüren. Meine Begleitung sucht ebenfalls die Arche. Oh. Amel und Arche, nee. Amels Arche? Jetzt darf ich nach vorne. Hier die Tafel? In der Tafel. Ach, das ist die. Okay. Sie enthält alles Wissen über die Arche, das über Generationen weitergegeben wurde. Der Teil fehlt. Zumindest theoretisch. War schon bei Dalukak gesehen. Fehlt kurz. Ein recht großer Teil. Löwenkopf. Was damit wohl passiert ist? Die Tafel sah bereits so aus, als sie in der Kathedrale ankam. Die Stimme kommt mal bekannt vor von Varut. Entweder ist der Synchronsprecher für Film oder so, oder von einem anderen Spiel, wo ich es kenne. Niemand weiß wirklich, wie dieser Teil der Steintafel verschwunden ist. So, kann mir jetzt mal einer sagen, wo finde ich meine Bekleider? Unten rechts bei einem Reiter. Ja, ich such's ja gerade nämlich.
Ah, da. Okay. Da war ich ja gerade am Suchen. Weil irgendwo muss ich schon die auswählen können. Ah, oh, das ist cool. Sowas liebe ich. Und dann könnte ich das persönliches Lager, könnte ich eine Massache geben oder was? Weiß ich stark hinzugefügt, so lange geht die Beta gar nicht. Ah, da hat beides dann, okay. Ja, es wird auch so ein bisschen was von Black Desert Online oder Endspeicher. Okay. Ah, hängt ab und zu mal so ein bisschen kurz da. Und wieder muss ich die Map da mal. Hücke M. Ja. Hier gibt's irgendwie eine Quest. Post. Kleiderverwaltung, wo immer die für ist. Wenn man die Passage kriegt. Das ist das eigentlich täglich, Unas Aufgabe, sofort ab das Boss. Aha. Gilde, ja gut, Gilde brauche ich, das kenne ich für den. Ja, doch. Es ist gleich Zeit für den Gottesdienst. Free Beta Keys. Also können wir so Gilde annehmen. Danke, dass du Pater Arme gerettet hast. Immer her mit der Quest Blumendusche. Ist der dann Flower Shower? Flower Shower? Ernsthaft? Was ist das da? Mal sehen, was hier ist. Keine Probleme zu melden. Du hast Pater Arme gerettet, richtig? Ich sehe in letzter Zeit... Flower Shower. Ach, das ist ein Flower Power. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Die andere Hälfte der Steintafel in der Kathedrale? Ich wusste nicht mal, dass es nur eine Hälfte ist. Yay. Aha. Ach so, unterscheiden sich dann die Queste. Leichte farbliche Nuance. Interagiere mit dem Buch auf dem Tisch und den folierenden Erinnerung zu verwenden. Okay. Das ist hier ein Tisch. Ach, das ist wie so ein persönliches Teil da, Refugium. Ich bin schon Zeitschlagerer, okay.
dreht sich. So. Abenteuer verlieren, was ist das jetzt hier? Ich war da nach Zeug oder? Ja. Ich sehe in letzter Zeit sehr viele Abenteurer in der Gegend. Und? Gibt es Neuigkeiten? Pride Home ist eine Stadt voll religiöser Geschichte. Pride Home. Die Löwenstatue im Zentrum soll die Priester ehren, die gegen die Dämonen kämpften. Die Einwohner der Stadt nehmen sich jeden Tag Zeit, um diesen Priestern im Gebet zu danken. Mhm. Von außen scheint Pride Home ein ganz normales Dorf zu sein. Aber eigentlich ist es einer der heiligsten Orte der Welt. Pride Home ist und bleibt. Wehe, man schaut hinter der Kulisse. Dann entdeckt man dunkle Geheimnisse. Und passiert heute etwas Aufregendes? Dim, dim. Ja, hab ich gleich den richtigen Spot gefunden oder was? Ohne das. Lagerwächter. Lagerwächter hat man auch noch. Okay. Tafel in der Kathedrale? Oh, die Platte, auf der etwas über die Arche steht, richtig? Echt naiv, wenn du an so eine erfundene Geschichte glaubst. So, das können wir ja verkaufen, denke ich mal. Was war ja über einer geschrieben im Chat? New World is trash. Streiten sie sich in dem Spiel wegen dem anderen Spiel? Wie dumm kann man sein? Ist doch einfach nur dumm, oder? So. Ich brauche eine Operation. Oh, du suchst also nach der Arche? Mal sehen.
Und was, wie gefällt es dir in Brighthome? Ein großer Baum. Ist es ein Lebensbaum? Oder einfach nur ein Baum, der lebt? Weisheiten des Tages. Moment, kann ich das nehmen? Ne, hab ich doch eben, ne? Yeah, yeah, nice, nice, Sajun. Was für ein schönes Abenteuergesellschaft. Ja. Gute Arbeit! Jedes Mal, wenn du den Folianten ausfüllst, belohnt dich die Gesellschaft. Herr aller Götter, bitte beschütze uns. Brauchst du vielleicht das Stück einer Tafel? Suchst du etwa die Arche? Du bist wie Ruden. Stell dich direkt neben meinen Triporter und drücke G, um ihn zu aktivieren. Hast du etwas Besonderes gefunden? Wenn es dort einen Hinweis auf die Arche gäbe, wäre doch schon jemand darauf gestoßen, oder? Suche die Badin auf. Ach, Moment, tanzen. Okay. Nee, Moment, wo ist der Badelunepon? Badelunepon? Herr aller Götter, bitte beschütze. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Drücke Y, was? Naja. Okay. Okay. Ich brauche mehr Inspiration, um ein Lied zu schreiben. Nun gut. Sexy Dancing. Suche die Badin, die war dort ohne Junge, oder? Über diese Seele wacht. Ich frage mich, was Nerea wohl gerade macht. Hallo, Frau Badin. Dieses Gepieps irritiert mich jedes Mal, Anna. Hallo, wie kann ich weiterhelfen? Sie sind ganz nah. Piep, 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 piep. Hallo. Was kann ich für dich tun? Möchtest das du mit der Beziehung, das gab's ja bei Dings. Leck das online. Hä?
Steinmetze vom Stammhügel könnten vielleicht helfen. Ah, das sind jetzt Skins. Ja, oder? Was sind das? Hey, das, hey, ist das jetzt, ist das was zum Arzi? Oder ist es ein... Nö. Na, no. Notenblätter. Es ist auch noch ein hier. Hm. Naja, wir lassen es mal. Steinmetz in Stammhügel. Das hier. Das Buff-Item hast du schon in der Leiste. Okay. Ach, da unten, okay. Ah, das ist dann tatsächlich ein Buff, okay. Oh, keine Ahnung, wo die jetzt die Noteblätter sind. Unsere Preise sind besser als in jedem Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Okay. Das nervt irgendwie mit der Map, alle. Nervt so. Sag mal, wo kommst du denn hier? Pass auf die Grabräuber auf. Der Triporter kann auf der Weltkarte genutzt werden, okay. Noten findest du auch unten rechts bei einem Reiter. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. Ja, war ich schon eben in dem Menü drin? Wieso ist das sehr verschieden, nachdem du mich darauf hingewiesen hast? Ah, okay. Registriere auf einem Quickslot. Also das könnte ich jetzt doch neu machen. Ja. Ah ja, okay. Vom fehlenden Teil der Tafel in der Kathedrale. Okay, T bewegen automatisch. Ah, okay. Je, das muss ich die Map wieder machen, du. Hey, ist das Absicht? Ist das buggy? Bisschen störend. Naja, wir sehen uns im nächsten Clip. Hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen hoch, ein Abo, kommentiert gerne meine Videos, sagt mir, wie ihr sie findet oder was ihr nicht so gut findet. Über Kritik bin ich jederzeit dankbar. Vergesst bitte nicht, dass ihr die Glocke oben aktiviert, damit ihr immer über meine neuesten Videos benachrichtigt werdet. Viel Spaß euch noch. Danke fürs Zuschauen.